Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Und zwar kam jetzt die Tage die Brand News Genussbox an und wir packen sie gemeinsam aus. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ja, los geht's, würde ich mal sagen. Und zwar ist es die Genussbox Dezember, das heißt die letzte für dieses Jahr, genau. Und das Motto lautet, es weihnachtet sehr. Bin ich mal gespannt, was da für Leckereien drin sind. Ui, 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 das sieht ja schon mal sehr gut aus. Oh, das ist ja super süß und zwar von Lederach Chocolatier Sweets Pralinen Sterne 5er-Pack. Das sieht ja süß aus. Guckt mal. Perfekt zum Verschenken. Also das werde ich definitiv an Weihnachten verschenken. Ich weiß zwar noch nicht an wen, aber guck mal, wie süß das ist. Das ist doch mal eine super süße Geschenkidee. Was meint ihr? So, dann geht es aber weiter mit dem nächsten Produkt. Und es ist, Moment, von Dream and Joya Protein Mandelmilch und zwar neu und sugarfree, zuckerfrei. Sehr cool, freue ich mich auch für mein morgendliches Porridge. Trinke ich sowas sehr, sehr gerne. So, dann geht's weiter und zwar, was ist das hier? Moment, das ist von Mayakis Agavenzucker, Streusüße aus der blauen Agave. Sehr cool. Hohe Süßkraft. Okay. Bin ich mal gespannt. Also Zucker. So schaut's aus. Genau, ist das schon auf? Ne, ist noch zu. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Und das ist. Uiuiui, was ist denn das? Das sind von Planet Plant Based Kichererbsen. Strawberry Coconut. Eine ganz neue Art Granola, glutenfrei. Kichererbsen zum Frühstück. Wir sagen ja. Ach, das sind so Kichererbsen. Achso, die kann man mit Milch, Joghurt oder einfach so als Snack trinken. Ach, trinken, essen. Genau, also so schaut's aus. Also bin ich mal gespannt, ob das schmecken wird. Ist ja auch mal wieder was Neues hier, ne? Ja, so, dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt und es ist ein Wein. Ah, das ist Wein, genau. Es ist Wein, finde ich auch sehr cool zur Weihnachtszeit. Ja, da muss ich sagen, den werde ich auch verschenken, weil ich trinke kein Wein. Es schmeckt mir leider nicht, aber ich glaube, zu Weihnachten kann man das sehr, sehr gut verschenken. Da werden sich die anderen umso mehr freuen. Ihr könnt ja mal hier abstimmen. Ich glaube, hier links oben. Ob ihr Wein mögt oder nicht. Ja, machen wir es mal so. Aber es geht noch weiter. Das war nämlich noch nicht alles. Und zwar ist hier was Cooles drin. Und zwar ist hier von Ostmann Bourbon Vanillepaste. Ein Teelöffel entspricht dem Aroma einer Vanilleschote. Sehr cool. Ich habe ja schon gestern Plätzchen gebacken. Und habe keine Vanillepaste. Ich benutze immer dieses billige Vanillearoma. Ja, also das hier. Also, genau. Dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Und es ist, Moment, Ursalz, das reine Geschenk der Natur. Vegan und glutenfrei. Auch sehr cool. Ja, Salz kann man immer gebrauchen. Von Natur aus rosa. So schaut's aus. So, und zu guter Letzt sind hier Bio-Proteinriegel. Kürbiskern-Bio-Proteinriegel. Auch sehr cool. Von Frusano. Mit Malz und Traubenzucker, glutenfrei, laktosefrei und vegan. Sehr cool, und zwar zweimal. So, genau, und das war die Brand News Genussbox im Dezember. Ich muss sagen, ich finde sie wieder sehr, sehr cool für den Jahresabschluss. Und vergebe
10 von 10 Punkten, weil ich sie sehr, sehr gut finde. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Box gefällt diesen Monat. Genau, und ansonsten könnt ihr hier abstimmen, wie sie euch gefallen hat. Ja, genau, und das war's auch mit diesem Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Last night we had some